Okay, also wir wollen dieses Jahr wieder eine Tour machen. Letztes Jahr sind wir nach Amsterdam gefahren. Dänemark, Schweden und Norwegen ist der Plan. So roundabout 2000 Kilometer wollen wir reisen. Genau, und dafür habe ich mir bei eBay Kleinanzeigen ein komplett neues Moped gekauft. Hey! Wir haben jetzt gerade die Bremse ausgebaut. Die Bremsleistung vorne war nicht mehr allzu doll. Und ihm gibt es ja diese kleinen Plättchen in verschiedenen Größen, je nachdem, wie abgenutzt die Bremse ist. So, nun geht es ja darum, das einzubauen. Da hatte der gute Maure eine ganz pfiffige Idee. Und normalerweise müssten wir wieder hier, ne, über den Sicherungsreher abmachen, die Feder aushaken. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, dass es total beschissene Scheißarbeit ist. Dann diese alten Plättchen wieder raufbauen, während das Ganze da so rumwackelt und Eier das wieder einbauen und... Ne. Deswegen bremsen wir die Bremse einfach mal. Den Bremsnocken um 90 Grad, dass er quasi gespreizt ist. Dann habe ich hier wunderschöne Abstandshalter, die zwischen die beiden Bremsbacken kommen. So, und da das noch nicht reicht, wie man sieht, ist noch keine Luft dazwischen, kommt jetzt noch ein Keil dazwischen, ein Meißel in dem Fall. Sodass wir hier jetzt schon mal Luft haben, und wenn wir den jetzt wieder um 90 Grad drehen, haben wir total viel Platz. Und die Schuhe fallen ganz leicht auf ihre vorgesehene Position. So. Zack. Jetzt bremsen wir den ganzen Wheel. Oh. Fällt schon alleine raus. Geht schon alles automatisch. Hui, ja. Fertig. Nicht mal eine Minute Arbeit. Richtigen Chopper. Hat was. Ring, ring, ring. Ist nicht mal polnisch, würde ich sagen. Nee. 5 Euro. Die wäre Kleinanzeigen. Kannst nicht auch genug sagen.